Ein defekter Wärmetauscher ist verantwortlich für einen Kellerbrand am Mittwochabend in der Dr. Erich-Moning-Straße in Kreuztal. Gegen 22.51 Uhr lief der Notruf bei der Feuerwehrleitstelle auf. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Keller. Mit Atemschutz, einem C-Rohr und Kleinlöschgerät ging ein Angriffstrupp in den Keller vor, um den Brandort genau zu lokalisieren. Der Hauseigentümer, der kurz zuvor ins Bett gegangen war, zog sich eine Rauchvergiftung zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weidenau gefahren werden. Die Feuerwehr setzte noch einen Lüfter ein, um die Räumlichkeiten zu belüften. Das gesamte Haus war mit Rauch gefüllt. Das Feuer selber war durch die Feuerwehrleute schnell gelöscht.